Der Herr Lamper am Amtsgericht Ehingen hat sich ja sogar so weit verstiegen, dass er gesagt hat, das, was du da gemacht hast, nämlich die Entscheidungen des Herrn Dr. Bühler zu analysieren und also im Hinblick auf psychoanalytische Erkenntnisse, dass es gar nicht wissenschaftlich sei, dass es ja gar nicht möglich sei. Und das hat er als Richter gesagt, der ja in dem Bereich sich überhaupt nicht auskennt. Stimmt, es ist eine wissenschaftliche Technik der Annäherung und es geht im Grunde genommen darum, so ein Verständnis zu finden. Ja, und das, was er sagt, dass das nicht wissenschaftlich ist, ist natürlich Blödsinn. Also sagen wir, in jeder wissenschaftlichen Forschung, die du betreibst, also sagen wir, jetzt ist es so, so Medizin, wie heißt das? Nicht Medizintechnik, sondern Medizingeschichte, ja, oder sagen wir auch so, also in anderen Bereichen, Philosophie, leitest du im Grunde genommen die Aussagen, die jemand, oder leitest du von den Aussagen, die jemand trifft, etwas ab und schließt daraus. Und insofern ist es natürlich Käse, was der sagt. Also das ist eine Abwehr, weil er sich nicht damit auseinandersetzen muss und naja, also vielleicht ärgert es sich über mich und ärgert sich über dich und sagt es deshalb, um uns nicht ernst nehmen zu müssen.